Okay, auch wenn ich eigentlich schon ins Bett gehen wollte, habe ich mir vorgenommen, noch weiter aufzunehmen. Oh. Ah, Stubbart. Wir haben Sie erwartet. Hey, Sie haben mich doch vor dem Theater bestohlen. Wir mussten den Schlüssel Salomos haben. Hören Sie mir zu. Susarrow ist mächtiger, als wir dachten. Die Zeit ist knapp. Sie müssen die anderen finden. Hüten Sie den Schlüssel gut. Wo ist er? Suchen Sie die Statue. Sie verbirgt... Verbirgt was? Mehr würde ich von ihm wohl nicht erfahren. Naja, macht ja nichts. Durchsuchen wir ihn. Ich fand keinen einzigen Hinweis. Was er auch beschützt hatte, es war ihm so wichtig, dass er dafür gestorben war. Er ist ein Leichenfledderer. Also wir, nicht er. Er ist nett. Er ist ein cooler Kerl. Er hat uns nochmal bestohlen, aber das war okay, weil das durfte er, weil... Hat ihm ja nichts genützt im Endeffekt. Und uns auch nicht. Okay. Das ist eine Tür. Ja, das ist richtig. Eine Tür. Aber geil, dass von der einen Seite durch so ein Weinregal geschützt ist und von der anderen Seite kann man da einfach so ganz gemütlich durchspazieren. Hallo, guck mal. Die Tür war hinter mir zugefallen. In solchen Momenten nahm ich mir vor, nicht immer blindlings durch jede offene Tür zu spazieren, an der ich vorbeikam. Okay, ich nehme alles zurück. Mein dummer Kommentar kann gestrichen werden. So wie so ziemlich jeder andere dumme Kommentar. Die kaputte Uhr war um 3.42 Uhr stehen geblieben. Susarrows Männer mussten mindestens schon eine Stunde lang hier gewesen sein. Sie hatten verzweifelt nach etwas gesucht. Es war ein einziges Durcheinander. Die Uhr war völlig zertrümmert, die konnte man nicht mehr reparieren. Sie hatten überall nach dem Schlüssel gesucht. Ob sie ihn wohl gefunden hatten? Nein, haben sie nicht. Sonst wäre ja schon alles verloren. Aber dieser Vorratsraum enthält außer dieser Uhr, die um 3.42 Uhr angehalten ist, nichts, was mir irgendwie nützlich zu sein scheint. Beziehungsweise, was ich überhaupt anklicken könnte. Okay, was heißt anklicken, nutzen kann? Hören wir doch erstmal an dieser Tür. Hallo. Kein Laut drang durch die Tür. Gut. Mein Problem. Okay. Es war eine große illustrierte Bibel. An jeder handgeschriebenen Seite war bestimmt tagelang gearbeitet worden. Wenn mich jetzt mein Großpapa Stobbart sehen könnte, er wäre stolz auf mich. Seit Jahren hatte ich keine Bibel mehr in der Hand gehabt. Krimis waren mir lieber. Aber diese Ausgabe gefiel mir. Sie hatte so schöne Illustrationen. Wenn mich jetzt mein Großpapa Stobbart sehen könnte, er wäre stolz auf mich. Seit Jahren hatte ich keine Bibel mehr in der Hand gehabt. So. Speichern wir mal hier ganz gemütlich ab. Ich kann mich erinnern, dass das hier gar nicht so einfach war. Okay, ich speichere. Ich will ja sowieso nur zu der Tür da drüben. Kann nicht so schwer sein. Lass mich in Ruhe, geh weg. Oh Gott. Ja, war doch gar nicht so schlimm. Und weg. Okay. War doch gar nicht so schwer. Oder muss ich den Scheiß wieder zurück?
Ach, ich muss irgendwann was in der Bibel nachschlagen, ich weiß es noch. Ich weiß nicht mehr warum, aber ich weiß, dass ich es tun muss. Im Zifferblatt steckte noch der Schlüssel, mit dem man die Uhr stellte. Ich stellte die Uhr auf 3.42 Uhr, die Zeit, die die kaputte Uhr angezeigt hatte. Nichts geschah. Ich stellte die Uhr auf das Datum, an dem dieser Ort dem heiligen Stefan geweiht worden war. Das muss 1247 gewesen sein. Es funktionierte nicht. Die Uhr war groß, sehr schön und nutzlos. Im Zifferblatt steckte noch der Schlüssel, mit dem man die Uhr stellte. Okay, ist in Ordnung. Diese Information brachte mich leider kein Stück weiter. Es war ein mittelalterlicher Wandteppich. Er zeigte einen Ritter zu Pferd. Das erinnerte mich an ein Manuskript, das ich mal gefunden hatte. Das war aus dem ersten Teil. Können wir denn irgendwas kaputt machen oder sowas? Dafür haben wir doch das Ding hier. Was ist das denn? Ach Gott, wo haben wir es denn? Das Scheißteil. Hier, kaputt machen, jetzt. So würde ich keinen Erfolg haben. Nicht? Na gut, dann nicht. Also wir müssen irgendwo eine Information kriegen. Aber guck mal an, hier. Der ist wichtig. Die Statue bestand aus massiven beweglichen Teilen. Es war die große Statue eines Mannes. Vielleicht war das die Statue, von der Templer gesprochen hatte. Unter der Statue auf dem Sockel war ein Messingschild. Es war die große Statue eines Mannes. Ja. Vielleicht war das die Statue, von der Templer gesprochen hatte. Ja. Auf dem Schild stand, dass die Statue den heiligen Stefan darstellte. Darunter war ein Zitat. Glückselig, der da liest und die da hören die Worte der Weissagung. Und bewahren, was in ihr geschrieben ist, denn die Zeit ist nahe, die Offenbarung. Als ich klein war, hatte Opa Stobbart, der mit vollem Titel Reverend Archibald Stobbart hieß, darauf bestanden, dass ich Religionsstunden nahm. Die Offenbarung war also keine neue Offenbarung für mich. Das Schild war in den Sockel eingelassen. Es ließ sich nicht aus der Vertiefung lösen. Glückselig, der da liest und die da hören die Worte der Weissagung und bewahren, was in ihr geschrieben ist, denn die Zeit ist nahe, die Offenbarung. Und damit vielleicht zur... Die Statue stellte einen Tempelritter dar. Die Statue war sehr, sehr alt. Okay. Sie bestand aus massivem Stein. Eine schön gemeißelte Statue von einem Tempelritter. Nicht sehr schmeichelhaft. Okay, haben wir jetzt noch irgendeine andere Information? Ansonsten muss diese Steinplatte mir reichen und ich muss damit zur Bibel gehen. Das habe ich doch leider ein bisschen im Kopf. Aber das ist, weiß nicht, warum ich mich daran noch erinnere. Ich glaube, da habe ich sehr mich kaputt gerätselt und irgendwann nachgeguckt. Deswegen. So then. Gehen wir los. Ja, also ich habe ganz kurz einen Schnitt gemacht, auch wenn es euch jetzt gar nicht so sehr aufgefallen ist. Aus einfachen Gründen. Zum Beispiel habe ich das deswegen gemacht, ich weiß gar nicht, wie sehr ich aufpassen muss, dass der mich nicht sieht. Ich hoffe nicht allzu sehr. Vorhin hat er mich ja auch nicht gesehen. Boah, das scheint wohl zu passen. Wir gehen schön weit hinten vorbei. So, ich weiß jetzt nicht, ob ich hier vorbeigehen darf oder ob ich da lieber warten sollte. Er geht weg. Okay, aber hier in die Bibel lesen, da schießt mich keiner dabei. Weil beim Bibellesen jemanden zu töten, das ist fies, gemein, das macht man nicht. Ich blätterte in dem ehrwürdigen Buch und suchte das richtige Kapitel. Aha, die Offenbarung des Johannes. Wo ist das nur? Da ist es ja. Glückselig, der da liest und die da hören die Worte der Weissagung. Und bewahren, was in ihr geschrieben ist, denn die Zeit ist nahe. Erstes Kapitel, Vers 3. 1-3. Ich hatte bereits in der Bibel nachgeschlagen und die Kapitelnummer gefunden. Okay, das ist ja schon mal schön. Jetzt muss ich nur noch mit heiler Haut zurückkommen.
Geh weg. Ich will nicht mit dir spielen. Du bist böse und riechst mies. Schön im Schatten halten und warten, bis der Typ weitergeht. Jetzt geht er weiter. Und er sieht mich ja anscheinend nicht. Jetzt dreht er sich um, aber dann ist es auch schon zu spät. Hier sind immer nur zwei Wächter drinnen. Wo sind denn der Rest? Sauron muss doch irgendwo rumhängen. Ich wollte noch hier eigentlich so eine Aktion abhalten. Na komm, und los. Aber das verhindern wir ja, weil wir sind ja George Stobart. Los. Ich stellte die Uhr auf die Zahlen der Bibelverse. Erstes Kapitel, Vers 3. Und was nimmst du, Minute oder Stunde? Nichts. Mir fiel auch nichts mehr ein. Dann hörte ich plötzlich ein Geräusch. Was stimmt, hätte ich auch Stunde für Kapitel genommen. Eigentlich sinnvoll. Statuen, die sich verschoben. Antike Mechanismen. So etwas hatten wir in Idaho nicht. Hinter der Statue führte eine Treppe nach oben. Na dann, los! So eine Mechanismen gibt's auch sonst nicht. Wie sollte man sowas auch bauen? Da müsste man Elektrizität haben oder zumindest ein ziemlich kompliziertes mechanisches Werk, das dann auch noch automatisch funktioniert. Also, bei meiner Uhr stellt, wo soll denn da bitte die Kraft herkommen? Okay, gucken wir uns erstmal das Video schön an. Genießt es. Ihr werdet es benötigen. Also, dass ihr es genießen könnt. Ergreift ihn! Uah! Lasst ihn los. Kommen Sie herein, Monsieur Stobart. Wir haben Sie erwartet. Sie haben ihn noch gar nicht angefangen. Wer sind Sie? Ich bin der Präzeptor des Tempels. Der Orden vom Heiligen Stefan. Sehr gut. Wir wussten, dass Ihre Schlussfolgerungen Sie zu uns führen würden. Ich schlussfolgere auch, dass Sie den Schlüssel Salomos haben. Wir hatten ihn für kurze Zeit, doch leider ist er gestohlen worden. Susarro. Sein Angriff hat uns völlig überrascht. Meine Männer kämpften tapfer, aber der Feind war in der Überzahl. Nur wenige von uns haben es geschafft, sich hier in Sicherheit zu bringen. Warum ist der Schlüssel so wichtig? Sie wissen von der Amilar-Sphäre? Ein wenig. Susarro hat die Sphäre aktiviert. Mit dem Schlüssel will er die Drachenkraft in einem gewaltigen Energieschub freisetzen. Diese Energie will er für seine eigenen Zwecke nutzen. Und wo ist die Armillarsphäre? Können wir nicht einfach hingehen und das verdammte Ding abschalten? Der Standort der Armillarsphäre ist längst vergessen. Drei uralte Steine hüten das Geheimnis ihres Standorts. Lassen Sie mich raten, die haben Sie auch verloren, wie? Wir besitzen einen Stein. Zeigen Sie her. Volltreffer, ich glaube, wir haben die beiden anderen. Man sagt, die drei Steine gehören zusammen. Mit den Steinen haben wir noch Hoffnung. Wie kann ich helfen? Wir werden unseren besten Ritter senden. Er ist höflich, beharrlich und lässt sich durch nichts von seinem Kampf gegen das Böse abbringen. Na, egal wer es ist, er braucht bestimmt Hilfe. Das muss er selbst entscheiden. Knien Sie nieder. Kann man von halten, was man will. Fand ich ein bisschen seltsam, wobei es ja heute... Hallo, George. Alles in Ordnung? So ziemlich. Ich bin unter Montfaucon gewesen. Ich war in einem geheimen Templerstützpunkt. Und André, du hattest recht. Die Templer haben tatsächlich überlebt. Natürlich. Der ursprüngliche Orden des Heiligen Stefan. Aber die müssen doch Jahrhunderte alt sein. Mein kleiner Spatz. Er meint damit nicht, dass es die ursprünglichen Templer selbst waren. Ach so. Dummerweise ist mir Susarro zuvor gekommen. Er hat den Schlüssel Salomos. Wahrscheinlich ist er schon zur Armillarsphäre unterwegs. Weißt du, wo sie ist? Nein. Falls die Templer es je wussten, ist es längst vergessen. Aber sie haben mir einen weiteren Alphabetstein gegeben. Noch ein Hinweis. Nicht nur das. Sie, schlugen mich zum Ritter. Was? Zum Ritter.
Das heißt, ich bin jetzt ein Ritter. Unglaublich. Ja, das fand ich auch. Haben Sie dazu ein Schwert benutzt? Jawohl, der ganze Zinnober. Erhebt euch, edler Sir George. Was sagst du dazu, Nico? Ich bin sprachlos. Willst du mich nicht heiraten? Dann wärst du eine Lady. Sehr witzig. Und wie sollen wir sie jetzt nennen? Eure Hoheit? Euer Gnaden? Ach wo, nur nicht so förmlich. Lord Stobbart von Idaho tut's auch. Ja, okay, ja, wieso nicht? Achso, geht noch weiter. Nee, doch nicht. Darf ich jetzt? Okay. Wollen wir mit der Tussi mal reden hier? Nee, die ist so unnütz, mit der kann man nicht reden. Okay. Was mit dir? Hast du irgendeine neue Idee? Ich bin genauso ratlos wie du, George. Ist dir aufgefallen, wie sich André verändert hat? Er ist geradezu charmant. Beatrice hat ihm den Kopf verdreht. Du magst Beatrice wohl nicht besonders. Sie ist ein schlecht geschminktes kleines Mädchen und unterbelichtet. Nicht nur modisch. Autsch. Ich finde nur, dass André was Besseres verdient hätte. Ah ja. Hast du eine Ahnung, was die Symbole auf den Alphabetsteinen bedeuten könnten? Nein. Nicht einmal André kann uns da helfen. Es ist so frustrierend. Wir wissen, dass die Armillarsphäre irgendwo in Ägypten liegt. Vielleicht sollten wir eine ägyptische Landkarte studieren. Und ich nehme an, du hast gerade zufällig eine dabei. Während du zum Ritter geschlagen wurdest, haben wir eine DVD voller Satellitenlandkarten gefunden. Super! Hier ist sie. Sehen wir uns Ägypten mal an. Wir dachten, Satellitenkarten würden eher ein Bild von Ägypten zeigen, wie es vor Jahrtausenden aussah. Es gibt nicht zufällig Karten, die Erdkraftlinien zeigen, oder? Das hier beruht auf wissenschaftlichen Fakten, George. Sieht aus, als hätte es ein Update nötig. Du kannst die Beweise nicht ignorieren, André. Immer dann, wenn man zu verstehen glaubt, wie die Welt funktioniert. So geht es mir immer bei den Frauen. Hey! Entschuldigung, fangen wir an. Gut. Hier ist Nordafrika. Okay, ja, und was kann ich jetzt machen? Achso, naja, dann basteln wir doch seinen Liniendingensbummens drauf. Ach, wo ist es denn? Ach, sie hat's doch. Was soll ich denn dann raufpacken? Nico, sieh mal, das Psi-Symbol sieht wie das Nildelta aus. Du hast recht, George. Diesen Sektor müssen wir uns näher ansehen. Da ist das Omega-Zeichen? Ja, das war jetzt eigentlich nur wild geraten, aber gut. Das ist der Alpha-Stein und das ist das Omega-Zeichen. Nico, schau mal hier. Das Omega-Symbol sieht genau wie diese Flussbiegung aus. Das müssen wir uns genauer ansehen. Hatte ich ein bisschen für weiter hergeholt. Jetzt ist natürlich klar, was fehlt. Diesmal bin ich ziemlich ratlos, George. Vielleicht ist das eine Sackgasse. Nein, sieh nur, wie diese Ruinen angeordnet sind. Sieht fast aus wie ein Kreuz. Aber nur fast. Sie sehen aus wie die Punkte auf dem Alpha-Stein. Ich habe mich schon gefragt, was die bedeuten. Das kann nicht stimmen. Einer fehlt. Genau, der fehlende Punkt ist der Ort, den wir suchen. Dann müssen wir nur die Kartenhinweise lesen. Und wir wissen, wo die Armillarsphäre ist. Bravo, George. Danke, André. Ah, so schnell kann's gehen. Komm, Nico, wir müssen Susarro aufhalten. Wunderbar, da ruckzuck hat man sowas rausgefunden. Ist klar, Kollege, ist klar. Einer von uns sollte eine Runde drehen. Hast recht. Na los, schieb ab. Entzückend. Ich würde dir gern helfen, aber von der Sonne krieg ich Sommersprossen. Dann nimm doch Sunblocker. Davon krieg ich auch Sommersprossen. Jammerlappen. Wie hast du es nur zum Schergen gebracht? Hier, das muss es sein. Wie gehen wir jetzt vor? Bist du nicht an der Reihe, dir etwas auszudenken? Ich dachte, du wärst dran. Gut, dann gehen wir genauso vor wie immer. Blind links hinein? Ich ziehe den Ausdruck improvisieren vor. Das sieht nicht wie ein richtiger Eingang aus. Susarro hat einen Tunnel in den Tempel graben lassen. Er wird bewacht. Auf direktem Weg geht wieder mal nichts. Wir sollten die Gegend auskundschaften. Super Idee. Hast du den Mantel der Unsichtbarkeit mitgebracht? Mist. Hab ihn im Sack des Vergessens gelassen. Nico! Oh Mann. Hey, hast du was gehört? Muss ich reagieren? Nö. Ich hätte schwören können. Geh und guck nach. Ich? Wieso ich? Du hast doch hier die ausufernde Fantasie. Wer von uns beiden sieht grausiger aus? Ah, aber ich krieg Sommersprossen.
Schon vergessen? Na gut, ich gehe ja schon. Na fein, jetzt macht der Wächter die Runde. Okay, ich halte die Runde mal hier an und nehme das nächste Mal weiter auf. Bis dann, Leute. Tschüss.